Hallo und willkommen bei einem neuen Video von meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Off-Canvas-Widget von Elementor an. Mit dem kannst du nämlich ein Fullscreen-Menü oder deine mobile Navigation erstellen. Und bisher konnte man das mit Pop-Ups umsetzen. Und in dem Video sage ich dir auch genau, warum du jetzt das neue Off-Canvas-Widget verwenden solltest und nicht mehr Pop-Ups. Wie du so eine Off-Canvas-Navigation erstellen kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Bisher war es so, du hast für so mobile Navigationen bzw. für Fullscreen-Menüs so ein Pop-up verwenden können. Ja? Das heißt, man hat einfach ein Icon erstellt, so einen Button, und per Klick drauf öffnet sich das Pop-up, was dann eben die Navigation beinhaltet. Warum sollte man jetzt das Off-Canvas-Widget verwenden statt diesen Pop-ups? Der erste Vorteil ist, du brauchst nicht mehr ein separates Template, weil wir haben hier unser Header-Template und dann haben wir noch das Pop-up-Template. Mit dem neuen Off-Canvas-Widget ist es so, dass es einfach im Widget drinnen ist. Das heißt, du brauchst nur noch ein Template und nicht mehr zwei. Der zweite große Vorteil ist, das Pop-up funktioniert so, dass Code, der hier geladen wird, um die Navigation anzuzeigen, der den Inhalt anzeigt, also auch unsere Navigation, erst dann geladen wird, wenn man es einblendet. Das heißt, der Code ist jetzt nicht sichtbar. Suchmaschinen sehen aber genau diesen Code, so wie er da ist, und somit ist da die Navigation nicht auffindbar. Suchmaschinen wie Google können dann in dem Fall jetzt nicht deine Navigation lesen, was wirklich essentiell ist und deine Webseite bei Google nach oben bringt. Es ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass die Navigation lesbar ist. Im neuen Off-Canvas-Widget ist es so, dass es im Code immer angezeigt wird und nur auf der Seite ausgeblendet wird. Also im Hintergrund der Webseite können Suchmaschinen die Navigation lesen, auch wenn sie jetzt nicht hier angezeigt wird. So, schauen wir uns an, wie funktioniert das Ganze jetzt. Über den Filmbilder kann man diesen Header erstellen, den haben wir jetzt schon bereits erstellt, ja. Und da habe ich auch meinen Button. Also das ist einfach nur ein Icon-Widget, wo ich dann aus der Icon-Bibliothek dieses Hamburger-Icon geladen habe. Und so schaut das dann auch aus. Ja, dein eigenes Template für ein Pop-up zu erstellen, holen wir uns einfach das Off-Canvas-Widget. Das Widget ziehe ich jetzt einfach da in den Header rein und schon habe ich so eine weiße Fläche und da die abgedunkelte Fläche, da kann ich mir gleich anschauen, wie das ausschaut. Das ist, wie gesagt, nicht ein eigenes Template, sondern es ist jetzt einfach im Header eingebaut. Somit erscheint es auch überall auf jeder Seite, also auf jeder Unterseite, weil mein Header einfach auf jeder einzelnen Seite dargestellt wird, wird auch dieses Off-Canvas angezeigt. Was haben wir da jetzt für Einstellungen in diesem Off-Canvas-Widget? Habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Widget zu positionieren. Ja, ich könnte es zum Beispiel rechts einblenden lassen, es aber jetzt zu Demonstrationszwecken auch etwas kleiner machen. Ja, machen wir es quasi 70% der Bildschirmbreite, dass man einfach sieht, dass sich das da drüber lagert. Unten jetzt noch Einstellungen für die Animation. Ja, das sind dieselben Einstellungen, die ich auch bei Pop-Ups habe. Also ich kann jetzt zum Beispiel Slide in Right und Slide Outright einstellen. Somit würde dieses Off-Canvas einfach von rechts einblenden. Ja, da kann ich noch die Dauer der Animation einstellen. Die schalten wir mal auf 0,5 Sekunden. Und dann habe ich auch die typischen Einstellungen, wie bei einem Pop-Up, wo ich dann sagen kann, Disable Page Scrolling. Also ich kann im Hintergrund nicht die Webseite weiter scrollen. Oder Prevent Closing on Escape. Das heißt, wenn ich die Escape-Taste drücke, dann soll dieses Off-Canvas-Menü nicht ausgestellt werden. In dem Fall will ich das aber so haben. Ja. Das kann ich jetzt auch noch optisch anpassen. Ich habe hier alle Einstellungen, wie man das auch von anderen Elementen in Elementor kennt. Ich kann jetzt zum Beispiel da eine Farbe hinterlegen. Machen wir das mal in einem Blauton. So. Und darunter bisschen ins Violett. Ja, schaut jetzt mein Off-Canvas-Menü aus. Das kann ich jetzt auch noch für Tablet anpassen und für Mobil. Mobil will ich zum Beispiel nicht nur hier 70% haben, sondern sage hier 100% Bildschirmbreite. Ja, also auf Desktop und Tablet schaut es dann so aus und auf Mobil bildschirmfüllend. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Navigation. Und dazu nehme ich einfach das WordPress-Menü-Widget, baue das da oben mal ein. Zentriere den Content. Stelle ich jetzt ein, dass es nicht horizontal ist, sondern vertikal. Und ganz wichtig, es soll nicht umbrechen.
Dieses Menü-Widget ist automatisch so, dass es auf mobilen Geräten dann zu so einem Hamburger-Icon wird. Das wollen wir in dem Fall nicht. Wir haben ja dafür genau dieses Off-Canvas-Widget. Und daher sage ich hier Umbruch keinen. So, ich gehe jetzt noch in den Style-Tab rein und verändere jetzt einfach noch die Farbe und Schriftgröße. Das stelle ich mir ein bisschen größer, sagen wir 28. Dann habe ich dann auf Mausober noch eine andere Farbe. Ich mache es jetzt in dem Fall mal gelb, einfach nur, dass man einen schönen Unterschied sieht. Und diesem Container hier gebe ich noch ein wenig Padding, sagen wir 5% rundherum, so damit das übersichtlich dargestellt wird. Da kann man jetzt natürlich noch alle möglichen anderen Infos rein, wie zum Beispiel Social Icons oder Kontaktdaten oder auch die Verlinkung zum Impressum, Sprachumschalter, was auch immer man möchte. So, wenn ich nun wieder den Header bearbeiten will und nicht dieses Widget, dann kann ich das auch hier ausblenden. Hier gibt es einen Editing Mode, das heißt, ich kann das einfach ausschalten und sehe wieder meinen Header, kann hier weiter meinen Header bearbeiten oder die Seite dahinter und kann den wieder einblenden, wenn ich eben den Inhalt des Off-Canvas-Widgets bearbeiten will. So, schalten wir den kurz aus, weil was ich noch machen muss, ist diesen Button hier, also das ist einfach ein Icon-Widget, ja, dem muss ich jetzt sagen, dass das Off-Canvas-Widget geöffnet werden soll. Aktuell ist noch mein altes Pop-up eingestellt, das nehmen wir da jetzt mal raus, ja, und dann gehe ich da auf dynamische Attribute, klicke da mal drauf und weiter unten finden wir hier unser Pop-up, aber auch jetzt Off-Canvas. Das ist eben in der neuesten Version von Elementor ganz neu drinnen. Das kann ich jetzt einfach auswählen, gehe hier auf Einstellungen und kann noch das Widget auswählen. Das hat in dem Fall jetzt den Namen Off-Canvas 2. Sollte ich mehr solche Off-Canvas-Widgets drinnen haben, kann ich das da dann eben auswählen. Weil ich könnte zum Beispiel links eines anordnen und rechts, wenn man das braucht. So, und wenn ich das jetzt veröffentliche und mir in der Vorschau anschaue, dann sollte das Ganze schon funktionieren. Und wenn ich draufklicke, habe ich da genau mein Off-Canvas-Menü. Kann ich uns das jetzt mal auf einem kleineren Bildschirm anschaut, wie auf einem mobilen Gerät, dann habe ich das jetzt auch auf die volle Breite. Wo ist jetzt das Problem? Ich kann es jetzt aktuell nur mit der Escape-Taste schließen. Mir fehlt da noch ein Close-Button. Das geht auch ganz einfach. Ich nehme hier wieder ein Icon, setze mir das einfach da rein. Ich habe jetzt alles zentriert positioniert, daher werde ich das jetzt ausnahmsweise mal absolut positionieren. Und hier bei den Einstellungen sage ich einfach rechts, 20 Pixel Abstand, unten 20 Pixel Abstand. Und wir tauschen jetzt bei Inhalt noch das Icon aus. Ich gehe da auf die Icon-Bibliothek. So, wenn ich da Close eingib, da gibt es zwar nur diese eckigen Icons. Ich will aber ein anderes, das nennt sich Times. Da füge ich jetzt dieses Times-Icon ein, kann das noch unter Stil in der Farbe ändern. Und jetzt muss ich bei Inhalt auch noch sagen, was passiert. Und da gehe ich wieder auf dynamische Attribute, gehe auf Off-Canvas und sage bei Einstellungen Close Off-Canvas und wähle mein Widget aus. So, probieren wir das gleich aus. Ich speichere das Ganze. Und öffne hier mal im Fullscreen mein Menü. Das sitzt jetzt zwar hier oben, und ist aber nur, weil ich im Editor-Modus bin. Und wenn ich draufklicke, schließen wir einfach wieder unser Fenster. Was ja noch möglich ist, wenn man das Ganze nicht Fullscreen hat, dann kann man auch hier auf die Fläche klicken. Wir nochmal zum Thema Suchmaschinen gehen, schauen wir uns doch trotzdem mal den Code an. Wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir hier immer noch im Code unsere Navigation, das sind die einzelnen Menüpunkte, die einfach nur ausgeblendet sind und somit sind die im Code immer noch für Suchmaschinen lesbar. So einfach lässt sich das neue Off-Canvas-Widget bedienen. Du brauchst kein eigenes Template dafür, sondern kannst es einfach als Widget in deinen Header einbauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn du mehr solcher Videos sehen willst und auch mehr Elementor-Tutorials, dann einfach meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.